Hallo zusammen und herzlich willkommen auf technophil.de. Ich bin der Björn und ich zeige euch heute ein weiteres Unboxing zu einem Smartphone. Diesmal bin ich selber ein bisschen neugierig auf das Gerät. Es handelt sich, wie ihr hier schon sehen könnt, um ein Gigaset-Gerät. Gigaset ist der erste deutsche Hersteller, der sich in den Smartphone-Markt reintraut. Bisher ist die Marke ja eher für seine Festnetztelefone bekannt. Es war früher mal eine Tochterfirma von Siemens, inzwischen sind die selbstständig geworden. Beziehungsweise schon seit längerem. Aber ich denke, ohne lange Vorrede werden wir uns das Ganze jetzt mal direkt angucken. Ich möchte probieren, das Ganze ein bisschen kürzer zu halten als üblich. Die Vorderseite habt ihr euch jetzt lang genug angeschaut. Das ist hier so geriffelt. Das soll wohl, keine Ahnung, Baumrinde oder sowas darstellen. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus, sehr edel. Definitiv mal was anderes. Hier ist so ein aufgeklebtes, was auch immer, orangenes Ding drauf, wo auch ein Magnetverschluss dran ist. Finde ich als Geschenkverpackung sehr schön gelungen. Dieser Kontrast von grell orange zu schwarz gefällt mir persönlich sehr gut. Das mögen andere Leute vielleicht nicht ganz so sehr. Die mögen es vielleicht ein bisschen klassischer. Wie ihr seht, rundrum gibt es relativ wenig zu sehen. Auf dieser Seite sind jetzt hier die E-Mails drauf, Seriennummer, aber viel weiter geht's da nicht. Was ich vielleicht noch nicht ganz erwähnt habe, hier steht Modell Gigaset GS556. Besser bekannt als das Gigaset ME. In dieser ersten Kollektion, die Gigaset auf den Markt gebracht hat, gibt es insgesamt drei Geräte. Das ist das Gigaset ME, ME Pure und ME Premium, wenn ich mich nicht ganz irre. So, auf der Rückseite haben wir ein paar technische Daten, wenn auch sehr wenige und sehr knapp zusammengefasst. Wir haben Android 5.1 Lollipop drauf. Ein Update auf Android 6.0 wurde selbstverständlich schon angekündigt. Ein 5 Zoll Full HD Screen, also mit anderen Worten die üblichen 1080 Pixel in der Breite, 1920 Pixel in der Höhe. Kameraseitig 16 Megapixel Hauptkamera, 5 Megapixel Frontkamera, 3000 mAh Stunden Batterie, Fast Charger 2.0, das kennen wir schon vom AllView P8 Energy zum Beispiel. Das bedeutet, dass da mit höherer Spannung, also zum Beispiel mit 12 Volt geladen wird oder bis zu 12 Volt. Audio HiFi Music, das war es im Großen und Ganzen hier schon. Hier unten stehen noch so ein paar Netzwerke drauf. Die üblichen deutschen Netzwerke werden selbstverständlich alle unterstützt. Fingerprint-Sensor sieht man hier vielleicht noch. Ansonsten ergänzen vielleicht noch 3 GB RAM hat das Gerät. Ein Snapdragon 810, also stand jetzt noch gerade so der schnellste Chip, der auf dem Markt ist. Der MediaTek Helio X20 steht hier in den Startlöchern, genauso wie der Snapdragon 820. WLAN-seitig wird alles angeboten, was es heutzutage so gibt, also A, B, G, N und AC. LTE mit 300 Mbit, also Class 6 ist verbaut. Ein Dual-SIM-Hybrid-Slot zu guter Letzt noch, also sprich entweder zwei Nano-SIM-Karten können verbaut werden oder eine Nano-SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte. Beide Modis werde ich selbstverständlich im Test dann genauer beleuchten. So, jetzt haben wir lange genug drum herum geschwätzt. Jetzt packen wir das Ganze mal aus. Erste, was wir hier haben, das Gerät fällt uns entgegen mit diversen Anleitungen. Das werde ich jetzt kurz zur Seite legen, wie üblich. Hier drunter, diese Verpackung. Ich habe ja vorhin schon mal Linz hat mich am Anfang ein bisschen durcheinander gebracht. Da sind die Ohrhörer drin. Sehr schick verbaut eigentlich. Und mal gucken, ob ich das jetzt hier so rauskriege, rausgefriemelt kriege. Ich denke, das sollte reichen. Hier unten sind dann noch die Ersatzohrstöpsel oder wie auch immer. Sind der Marke angemessen, sage ich. Ich meine, es ist ja eher ein Oberklassegerät mit einer Preisempfehlung von 469 Euro aktuell. Eher hochwertige Teile. Da erwarte ich mir auch ein bisschen was vom Klang, wenn wir uns dann im Test genauer anhören können. Dann haben wir hier noch das Ladegerät. Wird man in der Kamera vielleicht nicht ganz so toll erkennen können. Es hat 2 Ampere bei 5, irgendwas Volt, bei 5 Volt, bei 9 Volt 2 Ampere oder bei 12 Volt 1,5 Ampere. Damit sollte dieser 3000 mAh Akku relativ schnell aufzuladen sein. So, das hier wird noch eine ganz einfache SIM-Klammer sein, wie üblich. Bei den etwas hochwertigeren Geräten. Also eine Nadel, wo ich in dieses Pinöppelchen da reinstopfe, damit der SIM-Schacht rauskommt. Und hier haben wir jetzt noch einen ganzen Haufen Papierkram und natürlich das Micro-USB, habe ich vielleicht nicht erwähnt, Typ C Ladestecker. Das bedeutet, der ist verdrehsicher. Also den kann man sowohl so rum als auch so rum in das Gerät einsetzen. Ansonsten ist in der Verpackung nichts weiter drin. Das hier ist Kunststoff, im selben Design wie die Außenhülle. Relativ schick gemacht, weiterhin.
Aber ich denke, jetzt legen wir das zur Seite, gucken noch ganz kurz. Hier haben wir Garantiezertifikate. Quick Start Guide in Englisch nur. Nee, in ganz, ganz vielen Sprachen. Da steht und im Endeffekt, soweit ich das sehen kann, allerdings auch nicht viel mehr drauf als das, was auf dem Telefon selber auch schon drauf steht. Hier haben wir noch Safety Precautions, also Sicherheitshinweise in diversen Sprachen. Insgesamt eine vollständige Ausstattung, allerdings nicht übervollständig, wie ich es von anderen Geräten inzwischen schon gesehen habe. Legen wir euch das Ganze nochmal ganz, ganz kurz zurecht. Präsentiere euch einmal den vollständigen Verpackungsinhalt des Gigaset ME. Wird ganz schnell aufgeräumt. Die Nadel werde ich noch brauchen. Gut. So, jetzt zoomen wir ein bisschen näher rein. Ich glaube, das ist ja 5 Zoll Gerät. Jetzt gehen wir einmal ums Gerät kurz drumherum. Oben findet ihr hier einen Infrarotsensor, also sprich, das Teil könnt ihr als Universalfernbedienung benutzen. Ein Mikrofon zur Rauschunterdrückung, eine 3,5 mm Klinkenbuchse. Ein paar Sensoren hier, Licht, Annäherungssensor. Die Frontkamera mit 8 Megapixel, eine Benachrichtigungs-LED. Seitlich der Verweis auf den SIM- bzw. SD-Kartenslot. Der Powerknopf. Die Lautstärkewippe, jeweils in Metall, genauso wie der komplette Rahmen komplett in Metall ist. Ich habe hier übrigens das weiße Gerät nebenbei erwähnt. Das ganze Gerät gibt es auch noch einmal in Schwarz, aber das ist nur nebenbei. Ganz leichtes Spiel ist zu erkennen, aber definitiv im oberen Bereich. Gut, hier unten wird mir weiter angeboten der USB-Typ-C-Schacht oder Buchse. Das Mikrofon für die Telefonie, was hier gesagt ist, allerdings ich nicht sehen kann. Und der Lautsprecher. Ach, das Mikrofon könnte eventuell hinter diesem Gitter sein. Ich mache jetzt mal dieses Gedöns hier ab. So. Ja, möglicherweise ist das Teil hier mit hinter. Das kann ich jetzt so auf den ersten Blick nicht sehen. Okay, auf der Rückseite, damit wir das Zeug hier auch wegmachen können. Ein Heartrate-Sensor, also sprich so ein Teil, wo ich den Finger drauflege und dann sagt er mir, wie mein Puls gerade ist. Ein zweifarbiger LED-Blitz mit der 16-Megapixel-Hauptkamera, ein Fingerabdrucksensor und die E-Mail-Nummern noch einmal. Gut. Machen wir das auch weg. Die Vorderseite, wie ihr seht, komplett Glas. Hier wurde auch nichts eingelassen für die Kameras oder sowas, was sowieso eher untypisch wäre. Hier unten sehe ich auf den ersten Blick jedenfalls keine kapazitiven Tasten, es könnten Onscreen-Tasten sein. Schauen wir mal. Hier oben der Gigaset-Schriftzug in Chrom gehalten. Dementsprechend relativ schick. Außenrum noch einmal ganz kurz geguckt, der Alurahmen mit diesen üblichen Unterbrechungen für die Antennen. Der SIM-Kartenschacht hat hier nicht diese Probleme, die ich zum Beispiel beim Meteon hatte, dass er irgendwie scharfkantig wäre oder sowas. Und die Unterseite noch einmal in voller Schönheit. Ist, glaube ich, ein Edelstahlrahmen übrigens. Das erklärt auch das relativ hohe Gewicht von dem Gerät. Das liegt bei immerhin 160 Gramm. Das ist für einen 5 Zoller schon relativ hoch. Auf der Rückseite, falls ihr euch jetzt wundern sollte, was dies hier soll, das soll optisch in irgendeiner Weise eine Tiere sein, damit diese Unterbrechungen da noch schön eingearbeitet sind. Ansonsten komplett Glas. Die Kamera, ja, jetzt rausgucken will ich es noch nicht bezeichnen, das liegt relativ plan, aber eine Unterbrechung im Glas gibt es hier definitiv. Genauso wie bei den anderen beiden Teilen hier und natürlich auch beim Sensor. Ansonsten denke ich, für den Rundgang ums Gerät sollte das soweit reichen. Ich werde jetzt ganz kurz die SIM-Karte und die Micro-SD-Karte einlegen. Das funktioniert auf jeden Fall sehr schön und ohne viel Gefummel. Das habe ich schon bei anderen Geräten anders gehabt. Da brauchte ich erstmal ein paar Minuten, um herauszufinden, wie das Ganze funktioniert. Dann starten wir das Gerät, schauen uns noch ganz kurz an, wie die UI hier aussieht. Im Internet stand was von Gigaset UI. Wie üblich werde ich das jetzt hier ein bisschen abkürzen oder unter euch rausschneiden, damit ihr euch nicht den ganzen Bootvorgang angucken müsst. Also bis gleich. So, und da sind wir wieder. Zuallererst soll ich bitte wieder mal meine Sprache wählen. Das WLAN auswählen. Aha. Also die Tastatur ist auf jeden Fall schon mal eine andere. Das scheint hier SwiftKey zu sein, wenn ich das richtig sehe. Das Passwort gebe ich selbstverständlich wie immer ohne euch ein. So, das war's schon. Verbinden bitte.
IP-Adresse wird aufgerufen. Also aktuell sehe ich hier auf jeden Fall nur ein bis zwei Balken WLAN. Das ist relativ wenig, aber das wird sich natürlich mit der Zeit noch rausstellen, wie gut oder schlecht dieser WLAN-Empfang tatsächlich ist. Das kann jetzt am Anfang immer noch ein bisschen wenig sein. Zeiteinstellung machen wir. Anmeldung nicht möglich. Mit den Google-Servern ist ein Problem aufgetreten. Okay. Standortdienste. Gut. Alles in Ordnung. Vereinbarung. Ich stimme zu. Fingerabdruck hinzufügen. Können wir auch gleich machen. Einen PIN-Code erstellen. Weiter. So, jetzt den Fingerabdruck. Eins, zwei. Muss man jetzt relativ oft draufdrücken, bevor er dann den kompletten Fingerabdruck auch sicher hat. Jetzt kann ich meinem Finger noch einen Namen geben. Das lasse ich jetzt. Jetzt bin ich betriebsbereit. Was mir jetzt gefehlt hat, war die Google-Anmeldung. Habe ich die irgendwie aus Versehen übersprungen oder sowas? Jetzt hier, wenn ich im Play Store gehe, kann ich mein Google-Konto hinzufügen. Das mache ich jetzt einfach mal. Weiter. Passwort. Ihr kennt es ohne euch. So. Und hat geklappt und akzeptiert. Habe ich das jetzt tatsächlich vorhin übersprungen oder war das jetzt da am Anfang nicht mit dabei? Sehr seltsam. Okay. Ich soll hier noch alles bestätigen und jetzt bin ich soweit auch da. Ich kriege hier auch direkt irgendein Update. Das werde ich nachher mit Sicherheit mal installieren, aber nicht jetzt. Jetzt schauen wir uns erstmal ganz kurz hier an. Das erste, was ich sehe, ist, ich habe einen Launcher mal wieder ohne App Drawer. Und ein, zwei vorinstallierte Apps habe ich auch gesehen. Das hier ist dieses ganze normale Google-Gedöns, was immer dabei ist. Hier habe ich ein paar andere Symbole drauf. Hier haben wir jetzt noch was? Kontakt-Push. Health, Smart Remote ist natürlich für den Sensor da oben. Power Saver. Einstellung, da gehen wir gleich rein. Telefonservice. Ich mache hier nebenbei schon mal ein paar Screenshots, was hier vorinstalliert ist. Normalerweise mache ich die im App Drawer, aber ich habe hier keinen. Und Amazon Kindle und Gigaset Elements. Pro Office Suite, Evernote. Okay. Also ein paar Kleinigkeiten sind vorinstalliert, allerdings erstmal auf den ersten Blick, was ich sehe, nichts allzu so Dramatisches. Gut. Sonst noch irgendwas Ordnermäßiges? Nein, nein, nein. Okay. Das hier funktioniert auf den ersten Blick ähnlich wie bei Lollipop normal, aber nicht ganz so. Also zum Beispiel, das hier ist nach da oben gerutscht. Hier komme ich aber ganz normal in die Einstellung rein. Ich weiß nicht, ob ich hier die Möglichkeit vielleicht habe, die Sachen hier vielleicht anzupassen oder so. Wie gesagt, das sehe ich mir im Test dann genauer an. In die Einstellung möchte ich noch ganz kurz reingehen. Mal gucken, ob hier irgendwas drin ist, was interessant wäre. Schriftgröße kann man ändern. Ruhezustand bitte gleich nach 2 Minuten. Akkuprozent, das finde ich sehr schön. Das ist leider Gottes ja schon rausgefallen im normalen Android. Benachrichtigungslicht, das wird die LED sein. Hintergrund, Akkuprozent, Bildschirmerschärfung, nichts weiter Spannendes drin. Der Speicher, interner Speicher, ich weiß nicht, ob ich es vorhin erwähnt habe, 32 GB. Zuzüglich der Erweiterung mit der SD-Karte hier unten. Aber ich sehe hier jetzt keine Möglichkeit zu sagen, dass die SD-Karte der Standardspeicher sein sollte. Nebenbei erwähnt, offensichtlich kommt das Gerät mit dem ExFAT-Format, was die MicroSD-Karten ab 64 GB haben sollten, zurecht. Finde ich schön. Das ist ja an anderer Stelle auch schon mal anders gewesen, beziehungsweise hat mal nicht funktioniert. Ansonsten auch hier nichts Spannendes. Was habe ich hier? Apps. Aha. Das sind jetzt hier die vier Apps, die da effektiv vorinstalliert sind. Fingerabdruckverwaltung. Der Fingerabdruck ist übrigens etwas, was mir persönlich jetzt nicht so wahnsinnig viel gibt. Das mag sich mit Android 6 ändern. Weil ab Android 6 hat man die Möglichkeit, hey, im Play Store sein Passwort über den Fingerabdruck einzugeben. Bisher ist es einfach nur für eine Bildschirmsperre da und ich benutze aus Prinzip eigentlich keine Bildschirmsperre. Aber selbstverständlich werde ich das natürlich trotzdem mittesten. So, hier gehen wir nochmal kurz über das Telefon.
Soweit eigentlich nichts Spannendes. Gerätename, Modellnummer, Android 511. Und ich habe hier diese beiden Updates bekommen. Was genau sie machen, weiß ich nicht. Das letzte scheint vom 14.12. zu sein. Okay, wie gesagt, die Updates werde ich bei Gelegenheit reinmachen. Mobilfunknetze ist jetzt gerade aktuell nicht so spannend, da ich hier nur eine SIM-Karte drin habe. Das wird sich im Testverlauf definitiv ändern. Akku kann ich mir vielleicht nochmal kurz angucken. Steht auch nichts drin. Hier sind. Das ist alles ein bisschen umgebastelt. Man findet sich relativ schnell zurecht. Also hier ist auch wieder so ein super Energiesparmodus drin. Aber insgesamt wurde schon das eine oder andere verändert. Nicht nur was Design angeht, sondern auch wo die einzelnen Menüpunkte zu finden sind. Gut, ich denke, für das Unboxing sollte das soweit reichen. Erster Eindruck, sehr schickes Gerät. Mit der Bediengeschwindigkeit war ich jetzt am Anfang noch nicht ganz so beeindruckt. Aber das mag auch immer am ersten Booten liegen. Wir werden sehen, was der Testbericht an der Stelle bringt. Wird in etwa in 2 Wochen online gehen, denke ich. Bis dahin sage ich mal, bleibt mir gewogen. Ich bin der Björn für technophil.de. Tschüssi!